Doch das toxische Moos. Eine Warnung, Professor? Doch nicht etwa? Toxisches Moos. Ja, lasst es mich vorlesen. Dass da jetzt wirklich steht, schrei ich. Nein. Dies soll all jenen. Ach nee, Moment, wer soll es vorlesen? Ach so, doch ich. Ja. Das Dies ist die soll. Steinplatte. Dies soll. Ah, nee, lesen liest. Dies soll all jenen eine Warnung sein. Das ist eine walische Platte. Ja, genau. Eine Wahlplatte. Nein, die durch das Tor der Zerstörung zu schreiten gedenken. Haltet ein! Tut ihr das nicht, so wird euer Geist von Erinnerungen voller Angst und Schrecken heimgesucht. Machst du Dori nach, wenn sie Wale spricht? Ja, Mark hat das schon mitbekommen. Wenn der Halle sich öffnet, was in diesen Hallen erklingt, wird das Unheil uns ein weiteres Mal befallen. Machst sehr gut. Die Aber eine innere lange Sphäre wird Platte. von drei Siegeln geschützt. Herr Professor, da zahlt sich's mal wieder aus, dass Sie so viel Zeit auf See verbracht haben. Das erste ist das Siegel des Leviathan. Und das zweite ist das Siegel des Ifrit. Oder des Bahamut. Moment, ich glaube ja, Bahamut wird das nächste dann sein. Wetten? Oder das Shiva-Siegel, Oder weil so. man ja schließlich mit dem Ski fahren muss. Darauf folgt das. Was? Despair! Ja, warum folgt jetzt auf Leviathan die Verzweiflung? Das verstehe ich nicht. Nochmal. Darauf folgt das Siegel der Verzweiflung. Das dritte ist das Siegel der Weisen. Mit A. Die keine Eltern haben. Die Siegel zu brechen hat fatale Folgen, also lasst sie ungebrochen. Beachtet diese Warnung. Okay. Disclaimer, diese Angaben sind hier immer ohne Gewähr. Ja. Oh, Unheil? Sophie, nimm das Moos aus dem Mund. Das ist gefährlich. Moment, was? Das ist doch gar nicht mehr ein. Meint ihr, es geht um Arcana? Nein, es geht um Flamara. Wenn wir zum vorstoßen, oh Gott, finden wir dann die echte Flamara? Nee, Arcana. Aquana. Rosana. Arcana. Akani hatten wir auch noch. Die kleine, die nicht ganz so große Hexe Fukano. Wenn wir uns danach richten, was wir bisher gelesen haben, ist das höchstwahrscheinlich. Aber Arcana ist für das Auftauchen von Hexen und all den Unheil, den wir gesehen haben, verantwortlich. Glaubt man dieser Tafel, scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Fast. Als hätte man Aquane hier eingeschlossen. Vor langer Zeit muss jemand das Siegel gebrochen und sie freigelassen haben. Das würde erklären, wieso Arcani wieder sein Unwesen treibt. Zusammen mit Vulnona. Die große Hexe Vulnona. Mit den neuen Schwänzen. Leute, was machen wir jetzt? Das könnte ein Pornotitel sein. ja, der war aber schlecht. Das Beste, was Denk, man gar ma denk. machen kann, gar nichts. Genau. Apropos, die So sagen weit auch weg. gerade, was die gerade sagen, finde ich ja auch. Die sagen nämlich. Gar drei nichts. Punkte? Ja. Nee, Ach so. ach so, ja, drei Punkte, genau. Punkt, Punkt, Punkt.
Ich würde sagen, wir gehen weiter. So wie die gerade guckt, könnte die echte Großhexe Arcana sein. Stimmt. Die will nur ihren Plan durchziehen. Das wäre mal ein Twist. Ja. Sophie? Phoenix. Waren wir uns nicht einig, nach der Wahrheit zu suchen, was es auch kostet? Also was die Kosten angeht. Also 3,99 pro Stunde. Das ist ja billig. Wenn das der Fall ist, können wir jetzt nicht einfach aufgeben. Sie haben recht, Frau der Narrateur. Wir können unsere Pflicht nicht vernachlässigen. Der Weg, der vor uns liegt, wird kein leichter sein. Oh, dieses Lied. Aber es ist unwahrscheinlich, dass sich wieder eine Gelegenheit wie diese bietet, um die Wahrheit zu erfahren. Das Lied nochmal anzubringen. Genau. Ja, die Parade steht kurz bevor. Die Zeit läuft uns davon. Wir müssen eindeutige Hinweise finden. Wie zum Beispiel, wenn Aquana aus ihrem Gefängnis befreit hat. Wer Aquana aus ihrem Gefängnis befreit hat. Ja, und zwar das in Prismania City. Bevor man ihr den Wasserstein gegeben hat. Mhm. Ja, also hinten, wenn man so den Zerschneider benutzt und hinten rum in dieses Game Freak Haus da geht. Wo auch Game Freak drin ist. Dann die Treppen hoch. Ach, dann Eboli bekommen. Genau. Das wollte ich damit sagen. Ich find's gut, dass in Sonne und Mond die Steine wieder kaufbar sind. Oh, schön. Ja. Alles klar, kommt schon, Leute. Ja, in welchen Editionen waren das alles so? Also in der ersten Generation, weiß ich, ist es so. Ja, Sonne und Mond auch. Sonst irgendwo? Nee. Man konnte die bei Diamant Perl, glaube ich, über irgendwelche komischen Umwege, mit, wenn man im Untergrund Stücke gesammelt hat, kriegen, glaube ich. Ah. Na, da war irgendwie was. Und was waren nochmal diese Stücke in der Höhenregion? Da gab es doch auch irgendwelche Stücke, Purpurstück und so weiter. Was konnte man mit denen nochmal machen? Weiß ich nicht mehr. Hm. Die konnte man bestimmt irgendwo verkaufen oder zusammenbasteln lassen zu was, weiß ich. Ja, oder eintauschen lassen oder irgendwas war doch da. Ach, egal. Weiter. Ja. Hm? Hallo? Oder war das jetzt von Maya schon? Alles klar, komm schon. Achso. Ah, okay. Ja. Achso, du bist wieder weg. Wusste ich gar nicht. Oh. Toll, ich werde vergessen. Legen wir los! Wer bist du? Also ich weiß das selbst nicht. Das erste Siegel ist der Leviathan. Es muss um diesen Fluss hier gehen, ja? Das habe ich jetzt irgendwie auch gedacht. Vielleicht finden wir ja einen Hinweis. Ein Rätsel, wetten? Luke, schau mal nach! Ein Hinweis! Moment. Es kommt jetzt ein Rätsel. Rätsel. Ja, ein Rätsel. Ich will aber nicht in den Fluss. Nein, nehmen Sie mich runter. Werfen Sie mich nicht. Dann doch lieber das Moos. Achso. Oh, warte mal. Ach Mist. Ah, das Doofe ist. Ich kann das nur auf Englisch jetzt bringen, weil das langgezogene Nein habe ich nur mit vorheriger Ankündigung. Deswegen machen wir mal. Nee, hä? Jetzt geht grad gar nichts. Jetzt haben wir's. Oder warte mal, es geht auch noch. Ich hab mich gerade mega erschrocken. No. Oh Mann. Hey. Hey, hier ist etwas unter dem Wasser. Es sieht wie ein Weg aus. Wehe, du sagst es wieder. Oh, dieser Weg sieht aber ziemlich steinig und schwer aus. Dieser Weg wird kein leichter sein. Das hat sie jetzt angestimmt. Sie haben recht, Fräulein Fay. Aber aufgrund der Strömung können wir den Fluss nicht sicher überqueren. Denken Sie? Nein. Oder tun Sie nur so? Und denken Sie, wir könnten die Plattform anheben, sodass wir den Fluss überqueren können, Professor? Nein. Nein, nein. Gute Idee, Luke. Es scheint, als hätten wir ein weiteres Rätsel gefunden. Ich vermute, die Siegel, die in dem Text erwähnt wurden, sind in Wirklichkeit Rätsel. War so klar. Ja.
Herr Layton, wäre es in Ordnung, wenn ich mich an dem Rätsel versuche? Nein! Oh, warte mal. No! Sie bloß nicht, lassen Sie mich ran. Und meine absolute Lieblingsvariante, der Mann, der von der Klippe fällt. Nein! Dr. Cox? Übrigens, Dr. Cox spricht auch in Vanquish mit. Oh. Ja. Also Bernd Vollbrecht. Ich hoffe, oder Bert. Oh, ich vergesse das immer. Oder Björn. Der kam nicht an, oder? Ja, ja. Bei mir nicht. Nein, es gibt da so eine gewisse Person, bei der wird immer der Vorname verwechselt. Die nennen den Bernd statt Björn. Ach so. Wo denn? Ist so ein Mitglied einer Partei, über die ich jetzt nicht reden möchte. Ach so, ich dachte jetzt in irgendeiner Serie oder so. Nein, nein, nein. Nein, das ist echtes Leben. Sowas gibt's? Hä, dafür hatten wir einen Sound? Oh Mann. Das wird nicht alt. Nee, das wird wirklich nicht alt. In der Tat? Kein Grund, sich an diesem Rätsel zu versuchen, Sophie. Kein Grund zur Sorge, Sophie. Der Professor bringt uns in... Was? Weiter. Indem er einen Sound abspielt, oder? Nein. Der Professor bringt uns in Windeseile ans andere Ufer. Ja, Luke. Mit mir und meinem Fuß hat er es auch schon geschafft. Der ist schon da drüben. Aber ich will auch etwas beitragen. Ich bin auch im Team drin. Bitte lasst mich helfen. Ich muss mich erkenntlich zeigen. Oh, Rage Mode. Es gibt doch diesen englischen Spruch hier, you can't spell team without I. With I. There is no I in team, so. Ne? Mhm. Stimmt gar nicht. Wenn man nämlich... Moment, ich zeichne das mal schnell auf. Das geht ganz schnell, keine Sorge. Solange es nicht so lange dauert, wie damals diesen Würfel zu basteln. Bei Layton 2. So, Moment, so ein E brauche ich jetzt noch. So, 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 jetzt das A. Und sonst so? Ja, warte, ich hab das Team gleich. Schon Weihnachtsbaum gekauft? Unserer wird gerade So, man kann also ein Team nicht ohne I schreiben. Moment. Ja. Ich hebe es mal hervor. Jetzt kommt Teamy. Nee. Ist das bestimmt im E drin? Nein. Oder im T? Nein, auch nicht. M. Ah, ihr seid witzig. Tja, also kann man ein Team mit I schreiben. So. Lass uns weitermachen. Bitte, ja. Okay, Achso, hattest du das vorgelesen? Ich habe da jetzt nicht zugehört. Ja, habe ich. Okay, dachte ich mir doch. Sophie. Phoenix. Maya. Luke. Nicht. Oh, es tut mir leid. Ich wollte niemanden anschreien. Doch wollte ich. Und jetzt haltet alle die Klappe. Keine Sorge, Sie haben Ihren Wunsch klar geäußert, Fräulein der Narrateur. Dafür möchte ich Ihnen danken. Nun denn, wir überlassen dieses Rätsel Ihnen. Ich weiß, dass Sie es schaffen können, aber nicht werden. In Ordnung. Vielen herzlichen Dank. Ich werde euch nicht enttäuschen, Herr Layton. Wieso dauert das so lange? Ich bin jetzt schon enttäuscht. Hab ich denn jetzt eigentlich meinen Stylus hingelegt? Mein Stylus! Hey, haben wir dafür nicht einen Sound?
Hey, dafür ich glaube nicht. Wo ist denn jetzt? Habe ich denn jetzt meinen? Das gibt's doch nicht. Steh mal auf. Nein, ich habe ihn. Ah, mein Stylus. Drei Platten hängen von der Decke. Eine von Modern Talking, eine von... Nein. Und bilden eine Brücke über den Fluss. Jede Platte ist mit Steinen beschwert. Im Falle von Modern Talking ist das auch gut so. Wenn du einen Stein entfernst, wer sollte das wollen, hebt sich die Platte. Und wenn du einen Stein hinzufügst, senkt sie sich. Hey, ich weiß Nutze noch... Nutze alle Steine, um die Platten auf eine Höhe zu bringen. Ich weiß noch eine Platte, die dort ist. Na? Von Xavier Naidoo. Oh. Könnt ihr bitte alle Steine auf diese Platte stellen? Ach, du willst Modern Talking die dann im Fluss versenken? Möchtest du Modern Talking also freilassen? Ja, das ist das geringere Übel, oder was? Ja! Man kann Marc damit richtig schön ärgern, das ist lustig. Ich meine, es gab auch ein paar Lieder, die ich gut fand, das ist aber gefühlte 20 Jahre her und dazu gehört nicht dieser Weg. Was sollen wir nochmal machen? Also, sollen die alle oben? Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht aufgepasst. Achso, ja. Nutze alle Steine, um die Platten auf eine Höhe, achso, zu bringen. Ist das nicht so ein bisschen wie bei diesen Fässern, bloß ist es jetzt mit diesen Gewichten? Ach, da drüben sieht man es ja auch. Fertig. Ja. Ach so, aber man muss alle Platten nehmen. Ja, oh. Alle Steine nutzen. Oh. Dieses Rätsel ist ein Scheiß. Pack die ihnen richtig ab. Den Kleinen noch nach links zumindest? Nee. Den Kleinen? Den Kleinen nach links, ja. Ja. Boah. Das war jetzt aber lächerlich. Ja. Wie aufregend. Hä, deswegen war das ein Sound? Ich bin so froh, dass ich helfen konnte. Ah. Du hast aber keine große Hilfe, Sophie. Ja, irgendwie, also... Ja. Geschafft. Ein Siegel ist geöffnet. Hätte er gemacht. Jetzt kommt der schwierige Teil. Oh. Und wetten, dass jetzt Sophie nicht mehr darf? Oh, ja. Nö.